Aber die Schlacht um Mittelerde hat erst begonnen. Willkommen zurück zur Summliga 2024 in der Gruppe D in der zweiten Runde jetzt schon tatsächlich. Wir haben in der linken oberen Ecke in Rot Sauron als Isengard und rechts unten als, ist das so eine Art Türkis, sehe ich das richtig, Jules Dylat als die Elben. Mit mir castet wieder der Sebu. Moin moin, wir sind in Runde 5 ganz genau. Kurzer Rückblick zum ersten Spieltag. Jules hatte gegen Hero 6:0 gewonnen, also beide Spiele gewonnen. Und Sauron, hier heute Isengard, hatte einen Deathwin bekommen. Da kam das Spiel nicht zustande. Deshalb heute das tatsächlich erste Spiel für Sauron. Die Feuerprobe, wie Thomas, wie Creed gerade so schön gesagt hat. Jetzt geht es hier mal um die Wurst. Auf Seite der Elben sehen wir hier jetzt als drittes Gebäude die Kaserne. Der Malonbaum wird unten in der Ecke platziert. Auf der anderen Seite die Uruk-Grube. Da kommen die Uruk-Kämpfer raus. Ja, wir spielen Futten des Isen. Ist das ein Skin? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, müsste Futten des Isen 2 sein, ganz normal. Ich glaube auch, ja. Fällt mir tatsächlich manchmal schwer, Futten des Anduin haben wir eben noch gecastet, ist manchmal ein bisschen auseinanderzuhalten. Ich habe Futen das an, ein bisschen weniger grün, ein bisschen mehr sandig gefüllt, der Boden und die Texturen. Bin ich mir aber nicht so ganz sicher. Oh, Krevain werden jetzt hier schon mal gecastet von Sauron. Scoutet jetzt schön erstmal die Kaserne. Sieht jetzt nicht, glaube ich, gerade so nicht, dass hinten die Bogenschützen rauskommen. Ah, jetzt spottet er sie sehr schön. Weiß also, was da auf ihn zukommt. Hat auf seiner eigenen Seite natürlich die Uruk-Hai schon unterwegs. Ich glaube nicht, dass er jetzt seinen Plan dadurch ändern wird, mit denen zu harassen. Ja, muss natürlich aufpassen, aber Uruk halt natürlich auch ein bisschen aus. Vielleicht versucht er einfach auch den Elben Bogenschützen aus dem Weg zu gehen oder er versucht bewusst auf sie drauf zu gehen. Im Moment geht er noch ein bisschen aus dem Sichtfeld außen rum. Ja. Sehr schön hier gesidestep hier noch aus der Vision gerade drauf. Das heißt, Jules hat jetzt hier noch keinen Plan, dass sich jetzt hier die Urukai gleich vom Westen aus nähern werden. Da ist er jetzt nicht so richtig exposed, also keine Bäume, die man jetzt hier schnell abgreifen könnte. Wobei, da ist jetzt gerade ein Baumeister unterwegs und traut sich jetzt vor. Den Malonbaum würde man jetzt, glaube ich, gleich spotten. Nee, sieht man tatsächlich noch nicht. Uruk-Hai haben eine recht kleine Sichtweite hier auch. Läuft jetzt hier gleich an den Festungskreis heran. Jetzt sieht man hier den Baum. Vielleicht geht man doch direkt drauf. Ja. Angriffsstellung oder Offensivstellung ist da. Fokus hier den Baum. Malonbäume natürlich auch haben relativ wenig HP. 1200 nur. Da war auch ein bisschen kürzere Bauzeit. Der fällt jetzt hier auch. Ja, doch, letzter Hit hat gesessen. Das Uruk-Hai-Bad ist dafür auch drauf. Also, ja, ich würde mal sagen, ein gleichmäßiger Trade, zumindest von den Ressourcen her. Kommandeurspunkte weiterhin gleich auf. 400 maximal auf beiden Seiten. Ja, ich denke, so ein Bataillon für ein Eco-Gebäude ist, glaube ich, grundsätzlich kann man das als mehr oder weniger even betrachten. Man kann natürlich sagen, man verliert ein bisschen Tempo dadurch, dass man halt ein Bataillon verliert, weil ja am Anfang nur ganz wenige Bataillone einfach auf dem Spielfeld sind. Jetzt zum Beispiel hat Jules halt zwei Bataillone, während auf der anderen Seite jetzt gerade erst das zweite rauskommt. Ja, aber ich glaube, dieser kleine Tempo-Vorteil ist dann doch zu gering, als dass man da irgendwie einen großen Vorteil ausschlagen könnte. Mal kurz einen kleinen Blick auf die Eco werfen. Auf Seiten Isengards haben wir 1, 2, 3, 4, 5, oben der sechste Schmelzöfen. 500, 600 Ressourcen. Auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5, da kommt 5 Malonbäume, also ähnlich. Ich denke, wir sind hier noch relativ gleich auf. Die Elbenbogenschützen versuchen erstmal sich am Schmelzofen. Von oben kommen die Armbrustschützen. Aber er merkt schneller, da passiert nicht viel. Was mir gut von Sauron gefällt, ist, er nutzt jetzt hier die Gelegenheit von diesem ja, bisschen ruhigeren Start, um noch ein bisschen zu creepen. Uruk-Hai-Lanzenträger haben jetzt hier die erste Stufe des Waglers zerstört. Zweites ist auch gleich down, das heißt, man kann da so für die Schätze einsammeln. Gleiches wird aber auch von Jules gemacht. Der sammelt jetzt hier gerade die Schätze ein, die man eben noch liegen lassen hat. Sehr offensive Stallung, die jetzt hier gebaut wurde. Direkt zwei Bataillonen Buchter Lanzenträger gequeued. Und auf Seiten von Sauron reißt man jetzt hier die Waggrube ab, die, glaube ich, kurz davor war, fertiggestellt zu werden. Interessant. Weiß nicht, ob das Absicht war. Der Baumeister steht auf jeden Fall noch ein bisschen verloren darum.
Jetzt kommen natürlich hier die Einheiten, 3 Bataillonen Lorien Bogenschützen auf die Seite von Sauron gelaufen. Da wäre natürlich die Waage gar nicht so schlecht. Ja, die ganzen Träger müssen out of position, aber wahrscheinlich könnte man da drumherum zirkeln mit den Wagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt Absicht war, denn der Baumeister steht da noch. Ja, die Lanzenträger gehen jetzt direkt auf die Grube. Die hat natürlich ein paar Leben, aber wird auch gerade einfach nicht verteidigt. Lurz kommt jetzt hier gerade raus und tatsächlich auch die Mietlohnhüter oder Lanzenträger natürlich auch stark gegen Einheiten Ressourcengebäude. Das heißt, macht schon ein bisschen mehr Schaden als einfache Schwertkämpfer. Und da fällt auch die Urukai-Grube und das ist momentan das einzige Unit-Produktionsgebäude von Dauern. Das heißt, er kommt jetzt erstmal überhaupt keine weitere Unterstützung. Man muss jetzt hier vielleicht überlegen, ob man nicht hier so einen Turm baut. Man hat zwar Lurz, aber der wird natürlich auch von 3 Bataillonen jetzt hier gefokust, wirft jetzt hier direkt sein Blutbad an. Aber ja, der ist auch gleich schon low life und würde ich sagen, wenn man jetzt hier nicht aufpasst, stirbt der jetzt ja auch. Und ja, da ist Lurz weg. Hat natürlich jetzt noch rechts oben am Creep 3 Bataillone, da sammelt sich noch ein bisschen Gold ein. Aber gerade jetzt, wo du eben von Tempo gesprochen hast, ist das auf jeden Fall auf der Seite von Schulz. Ja, genau, jetzt kommen nochmal 2 Bataillone Kavallerie aus der Elbenbase dazu. Die könnte man jetzt vielleicht ein bisschen auf die Südhälfte von dem von der Basis von Sauron lenken, um da vielleicht noch ein bisschen Stress zu machen. Aber er versammelt eher seine Armee und macht eine große daraus. Sauron hat währenddessen sich jetzt eine Waaggrube gebaut. Produziert noch nicht. Dafür geht er selber auf die Malon-Bäume. Auf der anderen Seite der Map hat er jetzt im Moment 3 Bataillone, mit denen er da unterwegs ist. Und ja, er zwingt jetzt auch die Reaktion von Jules. Er zieht seine 3 Bats Lorien-Bogenschützen, die sehr offensiv unterwegs waren, jetzt zurück. Beide floaten jetzt hier einige Rohstoffe. Tatsächlich habe ich bei Sauron kurz gedacht, er wartet jetzt hier auf Saruman. Liegt, steht mich bei 2600. Die Waaggrube baut jetzt gerade einen Trupp aus. Man verliert jetzt hier einige Schmelzöfen. Und es ist tatsächlich auch schon das Enting gebaut. Da kommt jetzt der erste End raus. Wir haben davon in vorherigen Spielen gesprochen. Andere Spieler, tatsächlich habe ich das Gefühl, bauen immer erst sehr spät Belagerungswaffen. Jetzt hier in diesem Fall sehr früh. Der erste End ist schon auf dem Feld. Und da könnte man natürlich gleich schon versuchen, mal ja ein bisschen in die Richtung der Base von Sauron zu laufen. Ich finde das einen guten Schachzug von Jules hier, der seine Bogenschützen zurückgezogen hat, um die Malon-Bäume noch so ein bisschen zu verteidigen, denn die kommen gegen die, die sind auch zahlenmäßig überlegen, gegen die Uruk-Einheiten. Währenddessen lässt er die Kavallerie vorne und geht aber weiter außen an der Base entlang und nimmt sich die Schmelzöfen vor. Denn ich glaube, er hat hier richtig erkannt, dass er hier einfach einen Tempovorteil hat, nachdem er die 3 Gebäude in der Isengard Base zerstört hat. Das nutzt er jetzt ordentlich aus. Der End schreitet nach vorne. Währenddessen kommen dafür ein paar Waagreiter in die Richtung der Elbenbasis. Nice. Wenn man da Pech hat auf Seiten von Jules, könnten diese Waage natürlich gerade die Elben-Bogenschützen treffen, also finden und dann einfach mal überreiten, aber die bleiben jetzt erstmal unter der Basis stehen, unter der Festung. Und da sollte es ein schwieriges Unterfangen sein, die so zu überreiten. Ja, sind jetzt hier auch, Kaserne wird jetzt wieder gebaut, aber der End ist schon da. Hat die auch schon wieder fokussiert. Und wenn die natürlich jetzt wieder fällt, dann hat man natürlich auch keine Möglichkeit, irgendwas wirklich zu bauen, was jetzt hier effektiv gegen die Ents ist. Also vor allem die U-Glanzenträger, die sind jetzt hier gerade schon in der Warteschleife. Aber ich glaube, bevor die kommen, ist die Kaserne down. Dadurch verliert man auch die Rohstoffe. Das heißt, man will diesen Bau eigentlich sofort abbrechen. Lurz ist jetzt wieder auf dem Feld, wird direkt von den Lanzenträgern aus Bruchter angegangen. Wird jetzt auch sofort auf den End draufgeschickt, um den zu vertreiben. Man konnte die Kaserne hier gerade noch so retten. Währenddessen, die Waage, ja, haben, glaube ich, versucht, die Lorien-Bogenschützen etwas anzugehen, haben ein bisschen Schaden angerichtet, aber nicht genug. Vor allem, da alle Bats also mindestens Stufe 2 sind, regenerieren die sich ja auch. Und ja, ich glaube jetzt, wenn wir uns gerade mal die Kommandeurspunkte angucken, 400 für Sauron gegenüber den 600 für Jules. Das ist natürlich schon ein enormer Eco-Vorteil jetzt. Ja, ist die Kavallerie von Jules, die da Lurz angegangen ist, die stand halt auch einfach unter der Festung und ist dadurch halt auch sehr schnell gefallen. Da ist man vielleicht ein bisschen zu aggressiv gegangen. Jetzt wird es wahrscheinlich mal ein bisschen wieder abgewartet. Der nächste End ist schon produziert worden. Kein weiterer aktuell in der Warteschlange.
Es wird die Schmiede bei Jules in der Base gebaut. Auf der anderen Seite bei Sauron haben wir den nächsten Schmelzofen. Also er verwendet jetzt auch wieder ein bisschen mehr seine Baumeister, die standen eben ein bisschen rum. Da würde ich mir gerne noch ein paar mehr Schmelzöfen sehen. Es hat aktuell 3, die Rohstoffe produzieren. Das hat natürlich auch zur Folge, dass er wenig Rohstoffe hat, um Einheiten zu produzieren. Da fehlt mir ein bisschen die Economy. Da war jetzt gerade hier eine... viele Rohstoffe, die plötzlich weggegangen sind. Ich kann mir vorstellen, dass Schlangenzunge jetzt hier gleich produziert wird, was natürlich auch ein sehr effektiver Held ist gegen die Elben, denn er hat mit seiner Fähigkeit erhöht, oder verringert er besser gesagt, die Feuerrate von gegnerischen Einheiten, was natürlich gegen die Bogenschützen extrem wirksam ist. Aber wir sehen jetzt hier, ja, den Einheitenvorteil, der sich jetzt hier gerade für Jules einfach ergibt. Man hat jetzt hier sehr schön... 4 Bataillonen Lorien-Bogenschützen, man hat jetzt auch ein Bataillon Bogenschützen aus Düsterwald da. Der Ent hinten drin, der jetzt hier ganz langsam, gemächlich hier die Festung angeht. Und 2 Midlon-Hüter, schon mal präventiv gegen die Wagreiter, die potenziell kommen könnten. Aber es sieht gerade so aus, als hätte Sauron gar nicht die Ressourcen, um da jetzt gegen anzuarbeiten. Und ich glaube, man hat jetzt hier sich das Festungs-Upgrade geholt. Sieht zumindest aus, als wäre die verstärkt worden. Das heißt, es hält hier ein bisschen länger durch. Aber da muss man natürlich aufpassen, nicht zu lange zu warten. Man hat jetzt hier hinten drin natürlich die U-Lanzenträger, die gegen den... Ah, ne, ich sehe jetzt hier gerade das Festungs-Upgrade. Das ist dieser... Der Blitzschlag wurde jetzt hier geupgradet. Und der ist natürlich jetzt sehr effektiv. Der geht natürlich genau auf die gegnerischen Units drauf. Eieieiei. Und das Feuer, was sich jetzt hier auch noch aufbreitet, das hat jetzt wirklich sehr stark getroffen. Der End auch... ist hier verstorben und damit muss ich sagen, habe ich jetzt gar nicht gerechnet tatsächlich. Ganz und gar nicht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe gedacht, ja, was macht der denn jetzt? Er muss jetzt mal reagieren, aber war natürlich clever. Es sind natürlich ein paar Bogenschützen da weggekommen, weil der End ist natürlich elendig verendet im Feuer. So musste er auch gar nicht seine Einheiten hier in, irgendwie in Gefahr bringen. Und wahrscheinlich war genau das, was du eben gesehen hast, als die Rohstoffe runtergingen. Er hat eben dieses Upgrade gebaut. Das natürlich wiederum bedeutet, er hat jetzt in der nahen Zukunft keine weiteren Einheiten, denn weder die Kaserne noch die Waaggrube produziert gerade. Was mich ein bisschen stört, hätte ich fast gesagt. Er hat aktuell nur die beiden Bataillone Speerkämpfer auf Stufe 1. Auf der anderen Seite haben wir das zweite Enting. Und ein weiterer End, der wieder hervorkommt. Wir sehen jetzt auch auf Seite von Jules, es werden die Silberdornpfeile erforscht. Und ja, durch die, also wenn man jetzt hier die 2 Bataillonen Bogenschützen aus Düsterwald mit diesen Silberdornpfeilen ausrüstet, macht natürlich auch extremen Schaden. Man pusht jetzt hier ein bisschen weiter vor, gefällt mir gut. Na, ja, Druck erhöhen. Wenn der Gegner jetzt sich hier so defensiv verhält, der nächste End ist auch schon unterwegs und auf dem Blitzschlag hat man noch ordentlich Abklingzeit. Der ist nämlich erst zum einem Viertel wieder aufgeladen. Ja, durch den Blitzschlag, durch dieses Upgrade, glaube ich, hat man jetzt auch enorme Sichtweite bekommen. Also kann es knapp über den Fluss sehen, also sieht auch alles, was da kommt. Aber er bleibt weiter ganz gelassen. Ich frage mich, was jetzt hier der Plan ist. Er hat 1200, 1300 Ressourcen, baut dafür jetzt Türme, aber die Türme kommen natürlich gar nicht bis zu dem End. Ja, wir haben hier Ballistenerweiterungen, die jetzt hier gerade gebaut werden. Interessanter Schachzug, aber die Festung ist leider schon gleich Half-Life. Ob das jetzt hier dann so effektiv ist, es wurden hier gerade Krabbein noch gecastet. Man scoutet jetzt hier kurz nochmal die gegnerische Base und sieht jetzt hier vielleicht die Schmiede. Ja, aber er sollte sich einfach um seine Base kümmern. Irgendwas passiert hier gerade, das ich nicht sehe. Jetzt werden die Elben-Einheiten vorgeschickt. Silberdornpfeile sind auch erforscht, ja, und auch geschmiedete Klingen auf den Midlon-Tütern. Das heißt, die Uruk-Grube und auch die Waag-Grube sind natürlich in extremer Gefahr jetzt. Und die Ballistenerweiterung, ja, schießt jetzt zwar so ein bisschen in die Ferne, aber kann mir vorstellen, dass die auch jetzt hier nicht so einen wahnsinnigen Unterschied machen wird. Mal leichten Damage sieht man aber nicht so, dass es einen Unterschied machen würde. Die Festung hält zwar gut durch, aber der End natürlich greift ja kontinuierlich an. Pfeilhagel wurde jetzt eingesetzt. Mal hinten drauf die U-Lanzenträger, die noch stehen. Die beiden Bataillonen, die wurden immer noch nicht mobilisiert, sind jetzt auch relativ low. Weiß nicht so richtig, warum. Da ist tatsächlich Lutz dabei. Der steht auch irgendwo dazwischen, habe ich gerade gesehen. Aber
aber es funktioniert. Also die Festung geht zumindest nicht down, denn Jules zieht sich jetzt zurück, zumindest mit den Bogenschützen. Der End wirft weiter seine Gesteinsbrocken. Festung jetzt bei circa einem Viertel HP. Ja. Also, währenddessen wurde oben jetzt der Minenlauncher als Festungsupgrade gebaut. Der zweite End ist unterwegs. Jetzt laufen die Speerkämpfer nach hinten weg mit Lurz und einem Baumeister. Erklär es mir. Ich kann es dir nicht so richtig sagen. Also vielleicht hat man den Baumeister da hinten hingeschickt, aber ja, ich glaube, dass also da hinten sind die Truppen keine Hilfe, ehrlich gesagt. Und der End langsam aber sicher macht jetzt hier die Festung drauf. Vielleicht hofft Sauron gerade nochmal den Blitzschlag jetzt gleich im Video zu bekommen. Jetzt holt er die Einheiten nach vorne. Jetzt ist der zweite End aber auch da. Die Balliste ist also schon weg. Die könnten wir jetzt hier setzen, aber die Erweiterung ist dann auch gleich zerstört. Und das sieht so aus, als wäre das jetzt hier gleich eigentlich ein GG. Die Truppen werden jetzt Richtung Süden verschoben. Bin mir nicht so richtig sicher, was man da erreichen möchte. Jetzt kommen noch hier die Lanzenträger aus Bruchtal. Die stürmen sich jetzt nochmal wagemutig hier unter das Feuer der Festung. Die macht natürlich guten Schaden, Feuerfallen. Aber da ist die Festung down. Und damit natürlich auch, wenn man sich auch noch die Eco-Unterschiede anguckt, wahrscheinlich damit auch die Siegeschancen von Sauron. Ja, also das Spiel ist, glaube ich, entschieden. Links unten wird jetzt nochmal eine Uruk-Kugel gebaut. Ah, nee, die wird abgebrochen. Ja. Das ist das GG. Und an dieser Stelle ist zu sagen, ein Rückspiel gibt es nicht, denn da kam es leider zu technischen Problemen. Das heißt, man konnte das Spiel auch nicht wiederholen. Und das heißt, das Rückspiel wird wahrscheinlich als ein Unentschieden bzw. 0-0 gewertet. Im Hinspiel, das ja auf jeden Fall unter 25 Minuten war, wir sind jetzt hier glaube ich bei ungefähr 17 Minuten Spielzeit, konnte das Jules für sich entscheiden. Das heißt, er geht hier mit 3 Punkten aus diesem Spieltag nach Hause. Und ja, noch etwas von deiner Seite? Ich denke, das war ein souveränes Spiel. Er hat hier er hat geduldig gespielt, sein Tempo genutzt, ruhig runtergespielt. Das war eine gute Leistung. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.